Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play RimWorld. Ja, es regnet immer noch. Aber wir werden hier so langsam mal gucken, wie wir hier weitermachen. Und was wir definitiv brauchen, ist irgendwann eine vernünftige Verteidigung. Deswegen sollten wir hier so langsam mal ja, was in der Gegend, in der Richtung auf jeden Fall bauen. Da würde ich allerdings ganz gerne direkt mit Steinwänden anfangen. Und da ist ein weiterer Timberwolf, der gezähmt werden will. Will der, ganz bestimmt. So, ja, hier ist überall Randale. Training gehorsam erfolgreich. So, ganz kurz gucken. Gut, hier haben wir noch ein Bett. Da können wir ein Gefangenenbett draus machen. Haben wir da schon mal so eine Art Gefangenenzelle? Hier haben wir eigentlich genug Material, um den ganzen Kram da. Ich fange noch mal von vorne an. Wir haben hier genug Wohnraum, damit hier die Leute zufrieden sind. Und es müsste natürlich auch mal ein bisschen aufgeräumt werden, weil es sieht nämlich aus wie Schrott. So, das können wir abreißen. Hier sind Schlafkisten für Tiere. Die können eigentlich erstmal da stehen bleiben. Und ich bin wieder gelb. Verdammt. Mehr Licht macht's nicht besser. Weniger Licht. So ist okay. Gut. Ja, wir haben jede Menge Stahl. Und den werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwann brauchen. Aber zunächst einmal ist das Granit. Das ist Granit. Und diese Wand, die brauchen wir auf jeden Fall an anderer Stelle. Wir können uns natürlich auch Granitziegel herstellen, aber das hier ist jetzt erstmal die einfachere und günstigere Variante. Ich hoffe, das wird dann auch zügig erledigt. Haben wir noch irgendwo mehr Granit? Hier ist Stahl. Ne, Marmor. Okay, aber ich hätte gerne hier eine Granitwand. Hier, das ist Stahl. Jawohl, den können wir auch noch abbauen, wenn wir den brauchen. So, wir gucken mal, was ist das? Das ist Marmor. Guck mal, ob wir mehr Granitwände finden. Hier ist irgendwas eingemauert. Ho. Das ist Schiefer. Zack, Marmor, Marmor, Marmor. Stahl. Diese Stahlwände aufmachen ist halt immer so eine Sache. Das ist so ein bisschen gefährlich teilweise. Oh, da haben wir Granit. So, das machen wir mal eben. Ist auch ein Tipp, den man ganz gerne, ja, weitergeben kann. Also andere bzw. bestehende Wände abzureißen ist erstmal schneller und günstiger als die Granitziegel selber herzustellen. Was macht Mo? Ah. Hier haben wir noch Granit. Nice. Okay. Auch den bauen wir ab. Ich hoffe, dahinter ist nicht noch ein Raum mit irgendwelchen fiesen Aliens drin. So, so, so. Und den auch weg. Nice. So, während hier geruht wird. Wie geht's, Milka? Bedürfnis. Meinung von Liebhaber Krampfi? 7. Meinung von geliebte Milka? 6. Sehr niedrige Erwartungen. Ich glaube, das ist in der Anfangszeit so und wird dann irgendwann weniger. Hier haben wir eine Silberader. Und wir brauchen hier in unserem Hospital auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Und wir sollten uns auch mal darum kümmern, dass wir einen Raum finden, in dem wir Handwerk treiben können. Und das sollten wir vielleicht hier unten machen. Architekt, Strukturen, Wand. Auch das machen wir erstmal. Oh, wir haben gar kein Holz. So, vielleicht. Erstmal so als grundsätzlicher Werkraum. Und da kommt eine Tür rein. Und dann können wir auch direkt einen Holzboden verlegen. So. Und dafür brauchen wir Holz. Das können wir hier holen. Wir gucken mal gerade, wie sieht es denn arbeitsmäßig aus? Transport auf 1. Jagen und Bauen auf 1. Für Mo.
Grumpy hat Bauen auf 1 und Bergbau auf 1. Stephanie hat Landwirt und Waldarbeit auf 1. Okay. Sieht ganz gut aus. Und wir drehen mal am Beschleunigerknopf. Und wir brauchen ganz viel Transport auf jeden Fall. Wer ist denn unser Chefkoch? Arbeit. Kochen. Obsidiana. So, hier in dem Raum minus 9. So, Zieltemperatur drehen wir nochmal 10 Grad runter. Minus 19. Zack. Umso kälter das hier drin ist, umso eher haben wir die Möglichkeit, dann auch mal auszugleichen, wenn da mal ein bisschen das Ganze wärmer wird. So, und Milka hat erfolgreich einen weiteren Timberwolf gezähmt und nannte ihr Nana. Nana, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, Timberwolf weiblich. Schatten. Geist und Schatten. So. Sehr schön. Wir werden uns die ganzen Fleischvorräte auffressen. Und Training. Bitte Gehorsam. Transport geht auch. Und Rettung. Cool. Timberwölfe sind so nützlich. Hier wird weiter gebaut. Und unser Akku ist bald leer. Halt. Halt, stopp. Wir sollten an dieser Stelle Strom mal einen Holzfeuergenerator bauen. Könnten wir hier anbringen. Und Krampfi soll den bitte forcieren. Weil sonst haben wir nämlich bald keinen Strom mehr und dann haben wir ein Problem. Und die Sonnenfinsternis ist vorüber. Wir bauen den jetzt trotzdem auf. Bauteile und los geht's. Ich hoffe, es passt. Ja, nice. Konstruktion fehlgeschlagen, aber Grumpy gibt sein Bestes. Und das ist nicht genug. So, Arbeit. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal alles auf 5, was 1 sein sollte. Oder auf 4. Außer bei Krampfi, der bleibt beim Bauen. Nur damit wir uns merken können, was die da machen. Okay. Damit jetzt erstmal priorisiert wird, zu transportieren und zu reinigen. Genau, dann kriegen wir nämlich erstmal alle Rohstoffe unter Dach und Fach. Wie zum Beispiel unsere Nahrungsmittel, die sonst nämlich hier irgendwann verrotten. Oh, wie der Mais, der jetzt gerade verrottet. Oh, ist das ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Und kann es mal aufhören zu regnen, bitte? Also ich habe die Regenmenge ein wenig, also wirklich nur einen Tick erhöht. Oh, wir haben ein paar Kartoffeln retten können. Aber ansonsten sieht es echt schlecht aus mit unserer Nahrung. Das war ein bisschen ärgerlich jetzt. So, und hier wird weiter genächtigt. Stahlwand. So, und hier würde ich vielleicht sogar eine Stahltür draus machen. Ja, das wäre sinnvoll. So. Und da wird sich erstmal Nahrung geholt. Krampfi baut noch ein Dach drüber. Und dann wird das Ganze hier unsere Baubude. So. Was haben wir denn schon an Stein? Nicht mehr so wirklich viel. So, die Prioritäten werden wir gleich wieder ändern, wenn hier alles fertig ist.
Krampfi dürfte jetzt eigentlich da hinten den Kram abbauen. Dekonstruiere. Nice. Da dürften auch nach und nach die Leute kommen und den Kram abtransportieren. Oder auch nicht. Was holen die da? Ach, da hinten. So, und die Ziegel, die können wir, die haben wir bitter nötig, haben wir die. Gucken wir gerade, 21 Mahlzeiten haben wir noch, das ist okay. Und dann warten wir ab, bis jetzt gleich jemand kommt und den Stein abtransportiert. Wie viel ist denn das? Immer 4. Da in der Ecke sind es immer nur 3. Pling, Risikozusammenbruch, leicht. Mo. Ah, hat sich schon erledigt. Hm. Also geht's Mo doch irgendwie gut. So. Und dann geht's weiter da oben. Wer schläft denn da? Eine Ratte. Und auch Krampfi geht schlafen. So, und hier planen wir mal ein, dass wir zum einen Möbel eine Stehlampe hier kriegen. Okay, wir müssen eine Stromleitung darüber legen. Bis dahin. Und dann einmal Möbel, Stehlampe, hier. Nein. Abbrechen. Wir warten, bis die Lampe, bis das Stromkabel da ist. Aber wir können schon mal in Sachen Produktion einen einfachen Labortisch. Hier. So, dann Steinmetzwerkbank. Hier. Dann brauchen wir einen Nähtisch, den würde ich hier platzieren. Und einen, was haben wir denn noch? Nähtisch, falsch, abbrechen. Nähmaschine, elektrisch. Vielleicht so. Was haben wir noch? Bildhauerwerkbank. So, und einen Arbeitsplatz können wir hier noch hinstellen. Vielleicht das. Okay. So, über Nacht Vollgas. Und wer ist da noch wach? Ah, Milka und Krampfi sind noch wach. Und da wird geschlafen. Habe ein Haustier. Bulette. Okay, er hat kein Haustier. Brauche auch nicht. Ohne Tisch gegessen. Selber schuld, würde ich da sagen, mein Freund. Oh, und hier muss auch noch ein Boden rein. Architekt, Böden, Holzboden. Zack, zack, nice. So, die ersten Kameraden kommen und sammeln Zeug ein. Wie zum Beispiel unsere Medizin, ungekühlt. Wir sollten Medizin ebenfalls im Kühlhaus aufbewahren. Wow! Sonneneruption, was geht denn jetzt ab? So, eine Sonneneruption hat begonnen. Die Vielzahl elektrischer Teilchen stört elektrische Geräte und macht diese unbrauchbar. Sie sollte in einem Tag enden. So. Und Schatten reißt hier einfach mal ein Tierchen. Und hier machen wir mal Krankenbetten draus. Damit unsere Haustüre auch gepflegt werden kann. So. Stellen mal auf 1 und sagen hier hergestellt Medizin. 1, 2, 3. Bitte hier lagern. Und hier bitte nicht. Dann haben wir nämlich unser Medizin Material auch irgendwie gekühlt. So, was macht Krampfi? Krampfi dürfte da oben demontieren. Nein. Warte mal, ich klicke den einfach mal an. Wow.
Das war falsch. Generiere Planet. Und zwar gehen wir wieder nach Hause. Da ist er. Der holt sich gerade Holz. Ah, da werden erstmal Böden verlegt. Okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Und Schatten. Oh, Schatten ist versorgt. Alles klar. Hochgeschwindigkeit. Innen haben wir 8 Grad. Das ist natürlich nicht so gut. Hier wird fleißig sauber gemacht. So. Und wir haben 109 Granitblöcke. So, was ich gerne hätte. Was ist das eigentlich? Uran? Wir könnten lustige Sachen aus Uran herstellen. So, ich bin gerade am Überlegen, wie ich am besten hier die Verteidigung konzipieren sollte. Wie wäre es denn mit Befehle abbauen? Vielleicht so. Damit könnte ich mich anfreunden. Das muss auch weg. Und dann Strukturen, Wand aus Granit. Und dann bitte so. Als Verteidigung. Und dann hier so. Nein, da an der Stelle nicht. Abbrechen. Abbrechen. Dann würde ich hier Sandsäcke platzieren. Und dann von hier aus auf die Leute feuern, die hier durch den Eingang laufen. Ich denke mal, das wäre so grundsätzlich machbar. Und dann ändern wir mal die Prioritäten wieder. Alles, was 4 ist, wieder auf 1. Sonst noch irgendwo 4. Nein, der Sonnensturm ist vorbei. So. Sehr, sehr nice. Okay. Ich hätte gerne alle Sandsteinbrocken weggetragen und alle Kalksteinbrocken weggetragen. Ich hätte sowieso gerne alle Steine hier weg. Ja, wegtragen. Und wegtragen. Okay, und dann hätte ich gerne diese Brocken auch alle weggetragen. Und dann sorgen wir dafür, dass wir hier unsere Laufwege ein bisschen verbessern können. Beziehungsweise, damit wir ja, ein bisschen schneller zwischen den Gebäuden hin und her laufen können. Und wir gucken jetzt mal, dass wir... Schatten hat sich vollständig erholt, das ist sehr gut. Eine Stehlampe hier rein. So. Damit hier auch vernünftig gearbeitet werden kann. Werkzeugschrank, 200 Stahl. Wie viel Stahl haben wir? 300. Okay, dann machen wir schon mal einen Werkzeugschrank. Den stellen wir hier rein. Eventuell, wir könnten den in die Mitte stellen. Das macht aber nicht viel Sinn. Was bist du? Bildhauerwerkbank, Steinmetz. Steinmetz ist eigentlich am wichtigsten. Das heißt, diverses Werkzeugschrank. Und dahin. Und dann warten wir einfach mal ab. Oh, Kartoffeln. Ein Stück eines Raumschiffes ist abgestürzt. Interessant. Und hier wird schön gegessen. So, und ich würde mir natürlich wünschen, wie sieht es trainingsmäßig aus? Transport, Rettung nehmen wir erstmal raus. Gehorsam hat das schon. Das ist gut. Legolas, bei dir Training, Rettung ebenfalls mal raus. Und Sid. Training und Rettung auch erstmal raus. Das machen wir nach dem Transport.
weil der erstmal wichtiger ist. So. Und hier haben wir dann quasi unseren Eingang. Architekt, Sicherheit, Sandsäcke. 1, 2, 3, 4, 5 an der Stelle. Und wie machen wir das am besten? Ah, ich habe eine Idee. Befehle. Abbauen. Bis da, bis da. Und dann machen wir da zwei Türen rein. Ja, das wird großartig. So, Krampfi konnte Werkzeugschrank nicht konstruieren. Der Versuch hat einige Rohstoffe gebraucht. Schade. Naja. Wir organisieren uns mal noch ein bisschen Stahl. Das geht übrigens auch schneller, als das aus dem Berg zu klopfen. Wie es nachher mit dem Schmelzen aussieht, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht gehabt. So weit war ich noch nie. Das ist Marmor, das kann erstmal stehen bleiben. Bulette wird von einem Puma angegriffen. Oh nein. Oh nein. Lauf, Bulette. Oh, wir werden Bulette verlieren. Tiffany, Mo. Kampfmodus. Oh. Nicht gut. Wildschwein benannt Bulette, verbunden mit Milka, ist gestorben. Das wird die Laune von Milka beeinflussen. Nicht gut. Milka wird da stark drunter leiden müssen, leider. Hirsche jagen. Wie sieht es nahrungsmäßig aus? 216. Könnte man machen. Wir zähmen einfach mal ein paar Wildschweine. Und jagen ein paar Hirsche. So. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ärgerlich. Ärgerlich, dass wir Bulette verloren haben. Wo wird hier geschossen? So, und das ist natürlich gerade ein bisschen laut. Keine Forschung. Ah, na klar, wir müssen eine Forschung festlegen. Und da hätte ich ganz gerne, ja, das ist die große Preisfrage. Also beim letzten Mal hatte ich Braun als erstes. Der Fleisch. Teufelsgarnpilz. Ich glaube, das nehmen wir mal als erstes, dass wir mal in Richtung Kleidung tatsächlich was machen können, weil die Teufelsgarnkleidung soll wohl sehr, sehr gut sein. Und das wird sich auf jeden Fall dann noch zeigen. So. Hier gehen wir dann rein theoretisch durch den Berg hier quasi als Flankeneingang. So, und das hier wollen wir einfach nur frei haben, damit sich da die Leute keine Deckung suchen können. Wenn wir angegriffen werden. Geist, was machst du denn da? Okay, Geist frisst. So, es sieht ganz nett aus und wir machen jetzt mal hier Steinmetzwerkbank Aufgaben. Und zwar hätte ich gerne alle Steinblöcke herstellen und zwar für immer. Und am Nähtisch, Holznähmaschine, haben wir schon irgendwas an Textilien, möglicherweise Aufgaben. So, nähe eine Hose. Und das Ganze bitte fünfmal.
Und los geht's. Bildhauerwerkbank. Da können wir erstmal ein paar Holzskulpturen herstellen. Kleine Skulptur. Mach mal 10 Stück. Und dann schauen wir einfach mal. So, Aufgaben. Hier müssen wir noch Details. Ein Überfall. Steinblöcke oder Holz. Sie greifen sofort an. Oh, wer bist du denn? Und wie bist du ausgerüstet? Ausgerüstet. Inventar. Ein Kurzbogen. So, und dann würde ich mal sagen, zu den Waffen. Oder so. Fernkämpfer. Dahin. Fernkämpfer, dahin. Die kämpft gar nicht. Die geht da in Deckung. Mo. Fernkämpfer, dahin. Und Milka, Nahkämpfer, bitte hier. Zu den Waffen. Wir haben leider noch keine Schlagfallen. Die werden wir auch noch aufbauen, sobald wir den Seiteneingang haben. Und dann sind wir doch gewappnet, würde ich jetzt mal schätzen. Highspeed. So, das sieht gut aus. So, jetzt verbieten wir noch bei Tiere, dass die hier mit im Kampf sind. Und dann dürfte... Da kommt er! Yay! Alter, was ist denn mit dem? Wie kann der das denn wagen, hier unsere Felder anzuzünden? Das ist ja mal richtig frech. Stirb! So. Wir müssen unsere Homezone erweitern. Alter, was ein Lump. Zonegebiet. Heimgebiet erweitern. Ah, das ist schon unser Heimgebiet. Kampfmodus aus. Und jetzt schnell Feuer löschen. Schadensbegrenzung. Ich hoffe, es verletzt sich niemand. Oha. So, Feuer löschen. Läuft einigermaßen. So, Feuer konnte einigermaßen eingedämmt werden. Oh, Obsidiana stand ganz kurz im Feuer. Bodycheck, ein Körper. Bissnarbe, Holzbein, keine Verletzung. Leichtes Asthma und grauer Star bei Krampfi. Und den Kurzbogen, den können wir auch mitnehmen. Schaut den Wolken zu, kann man mal machen. Gerade noch hier einen Dorfbewohner abgeschlachtet, einen gegnerischen. Und jetzt einfach mal ein bisschen in die Wolken gucken, kann man ja mal machen. Schnitzel, wie geht's dir? Trainingsstand? Mäßig. So, hier wird auch nirgends was gemacht. Nahrungsmäßig sieht's auch nicht so toll aus. Obsidiana ist dabei. Schlachterwerkbank ist auch am Start. Aufgaben. Schlachte Kreatur für immer. Okay, das passt. Psychischer Brunnen. So, das ist schlecht. Und Milka hat ein Wildschwein gezähmt. Und dieses Wildschwein, das bekommt jetzt einen ganz besonderen Namen. Nämlich, ich weiß es doch nicht. Borsti. Und hier sieht es ganz schön wild aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ein verrücktes Tier. Ja, das sieht gut aus. Was ist mit Geist? Geist. Sozialkampf. Tiere. Geist soll bitte beim Kampf dabei sein.
Geist. Was ist hier mit helfen vielleicht? Okay. Kann man essen? Milka, wie geht's dir? Oh, Prellung, Prellung, Prellung. Bruch, Bruch. Ja, interessant. Tiffany, was macht Tiffany? Tiffany sammelt irgendwelche Sachen ein. Interessant. Habe ich heute schon mal interessant gesagt? Ich glaube nicht. Was ist mit Krampfi und Bergbau? Arbeit. Auf 1. Das heißt, er dürfte eigentlich bald bergbautechnisch ein bisschen was reißen. Und Milka braucht auf jeden Fall Behandlung. Wer ist denn unser Arzt? Bedürfnis, Charakter, Medizin 4. Medizin 6. 7. Okay. Behandle doch mal bitte Milka. Das wäre ein ganz feiner Zug von dir. Hier wird erstmal ein bisschen Medizin aus der Kühlung geholt und... Nice. Milka ist versorgt. Ich hoffe einfach mal, dass da keine Infektion jetzt noch kommt. Und damit würde ich sagen, nach dieser doch sehr interessanten Folge, zumindest was die Begegnung angeht, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.